eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French Ward. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer 5-Sterne-Restaurants. Es genügte ihm nicht, sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Sir Marcano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux. Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für Ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clays Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa 2 Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. 2 Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnapp dir die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Hey, Mann, schnapp dir die Schlüssel. Nimm die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Transporter gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt. Das sieht echt aus. Aber bitte. Also, das war das. Verdammt. Die Schlüssel liegen nebenan. Schnapp sie. Wir sollten los. Du hast die Schlüssel, also setz dich ans Steuer. Na los, verziehen wir uns von hier.
Wir müssen schnell machen. Komm schon. Das finde ich jedes Mal zum Brüllen. Komm schon, Lincoln. Wir vergeuden hier nur Zeit. Wie lange willst du ihn noch rumschleppen? Wir müssen abhauen. Das Vieh wird den eine Woche lang ausscheißen. Was los, Mann? Die Uhr läuft. Fahr vorsichtig in die Stadt, sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Hm. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Außerdem, meine Erfahrung aus Namen sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Und scheiß drauf, wie du dabei hintergehst. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und, krieg ich jetzt eine Antwort, oder was? Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem, das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, es war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder. Und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergemobbt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Fahrt hinten zur Laderampe. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache.
Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Wenn ich was sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Verdammt, wo willst du hin, Lincoln? Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnacke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Wie viel habt ihr abgesahnt? $238.546. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gale dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Army raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für 2 Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Scheiße, sieh dir das an. Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Da sind wir. Stell die Säcke auf den Tisch da. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kann... Gott, war dieser Kerl ein Arschloch. Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Gib mir eine Sekunde. Kümmer dich um die Wachen und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns drankriegen. Ich weiß, was ich mache, verdammt. Ich habe doch unser altes Haus vermietet, weißt du das? Hab da gestern Abend angerufen und denen gesagt, ich wolle das Haus verkaufen und sie müssten in 2 Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht da auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfrist und fragt mich, wie er denn in 2 Wochen eine neue Bude finden sollte. Komm her, Mann!
Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletta haben, ist richtig. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Oh. Heilige, verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich seh mich erst mal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Oh, Scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Hey. Wir geben jetzt nicht auf. Gott verdammt, das ist ein scheiß Überfall! Ich hole Hilfe! Der Junge dort ist raus, wie unser Verdächtiger. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Her mit dem Scheißteil. Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Dieser Bimbo will es wissen. Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert.
Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Mhm. All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ah, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause.